Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Rollercoaster Tycoon 3. Und ja, wir haben bisher uns als Tycoon bei Vanilla Hills und beim Goldrausch bei den beiden Szenarien durchgesetzt. Und das dritte Szenario heißt karierte Flagge. Das heißt Formel RCT, also Rollercoaster Tycoon macht einen Boxenstopp in der Stadt. Es wird nicht gerade leicht sein, diese Besucher auf eine Spritztour mitzunehmen, aber treten sie trotzdem das Pedal durch und düsen sie los. Vergessen sie sich nicht anzuschnallen. Ja, was das heißt, werden wir dann nochmal genau sehen. So, wir fangen einfach mal an. Und kann sein, dass wir hier eine Kartbahn bauen sollen. Das kam auf jeden Fall bei Teil 1 und 2 richtig gut an. Und da bin ich mal sehr gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Ja, am Anfang dauert es dann immer noch so ein bisschen, aber in den nächsten Folgen ersparen wir uns dann einfach den Ladebildschirm. Da wird dann zum Glück nichts mehr geladen werden müssen. Und ja, dann werden wir mal schauen, ob es jetzt diesmal eher Achterbahn gibt oder eher normale Geschäfte. Mal sehen, was hier bei den Aufgaben dann auch steht, also bei diesen einzelnen Stufen Anfänger, Unternehmer und Tycoon. Also Anfänger heißt VIP Clint Bushton kommt am 16. Mai, möchte mit einer Achterbahn fahren. Ich mache hier gerade mal auf Pause, vor 50.000 haben wir. So, 16. Mai, das heißt, wir haben hier noch ein bisschen Zeit. Und er möchte mit einer Achterbahn fahren mit einer Erregungsbewertung von mindestens 4. Dann monatlicher Ladengewinn, das heißt hier über diese Fressläden, von 100. Das dürfte eigentlich nicht sehr schwer sein. Dann als Unternehmer haben wir dann wieder den Clint Bushton. Am 25. Juli möchte er mit einer Achterbahn fahren mit einer Erregungsbewertung von mindestens 50. Monatlicher Ladengewinn von 150. Und für den Tycoon kommt er dann am 13. März. Oh, ist jetzt die Frage, ich schau gerade mal, 16. Mai, 25. Juli, weil es hier deutlich später ist. Und hier Erregungsbewertung von mindestens 6 und monatlicher Ladengewinn von 200, also das kann hier relativ schnell dann vorbeigehen. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber kann sein, dass das jetzt schon der 2. März ist in diesem Jahr. Das steht da jetzt leider nicht. Ich weiß es leider gar nicht. Boah, und was haben wir hier denn? Eine richtig fette Kartbahn, meine Herren. Und der Anstellbereich. Ach herrje, das sind das 2? RCT 1. RCT 2. Ach, das ist ja cool, dann sind das sogar 2. Und das System hier, da gibt es ja immer 2. Einmal Einnahmen durch die Eintrittspreise von den jeweiligen Bahnen oder durch den Eintrittspreis von dem Park. Und dann sind die Bahnen halt kostenlos. Und hier ist es dann so gehandhabt, dass man über die einzelnen Geschäfte sich das Geld holen muss. Ja, vom Anstehen hier haben wir hier relativ kurze Bereiche, da können wir eigentlich nochmal Hand anlegen. Das wollen wir mal eben ganz kurz machen. Also, na, da können wir eigentlich auch, wir können ja hier mal, machen wir mal auf 3 Euro. Ach, das ist sogar miteinander verknüpft, das ist noch besser. Und ich schaue gerade mal, ja, die laufen mehr oder weniger parallel zueinander. So, dann wollen wir nochmal den Ansteh, also die Wege, dann wollen wir da nochmal die ein bisschen verlängern. So, jetzt muss ich gerade mal schauen. Was ist denn das hier für ein Stacheldraht? Ach, das ist von dem Zaun, okay. So, machen wir das mal weg, das auch. Und dann wollen wir das nämlich mal so machen, dass wir hier auch wirklich den kompletten Platz, den wir hier zur Verfügung haben, nehmen. So, dann ist der Anstellplatz ein bisschen länger. Und hier
haben wir auch die Möglichkeiten. Ja, hier kann ich es jetzt natürlich nicht wegnehmen. Dann stützt hier alles zusammen. Deswegen mache ich das hier mal. Ich hoffe, die kommt dann gleich wieder. Wenn wir hier mal das einmal hierhin so verlängern. Ja, mach mal ruhig nochmal einen weiter. So, schön immer rechts, links. Und jetzt hat sie auch wieder festen Boden unter den Füßen. So, dann haben wir das hier erstmal in Ordnung gebracht. Dann wollen wir natürlich nochmal ganz kurz schauen. Ja, so ein paar Stände haben wir hier scheinbar schon. Was ist das hier? Ach, das ist einfach nur Deko. Ja, ansonsten haben wir hier nichts, aber wir haben hier höllisch Platz noch, also das ist schon mal gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal so ein paar Fressstände, das ist immer wichtig. Das machen wir am besten direkt hier vorne einmal. So. Machen wir hier nochmal so einen Strich und dann hier einmal so runter. Und dann können wir hier nämlich mal so ein paar Burger, also so ein paar, nicht Burger, sondern so ein paar Läden hinmachen. So, einmal für Burger natürlich. So, dann Root Beer. So, Ballons. Mein Gott. Ich bin auch so ein bisschen heiser. Ich weiß nicht, ob man das raushört. Weil ich mir so eine leichte Erkältung noch geholt habe. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber kann zu dieser Jahreszeit natürlich mal vorkommen. So, aber noch geht's. Also, erste Hilfe wollen wir hier natürlich auch hinmachen. Und Geldautomat machen wir direkt mal hier vorne am Anfang hin. Die sollen ja auch gut bei Kasse sein, unsere Gäste. Informationen bietet sich natürlich auch hier direkt am Anfang an. So, und dann fehlt eigentlich nur noch die Toiletten. Da machen wir das Ding hier, machen wir nochmal ganz kurz weg. Ah, Mist. So nicht. So, die Toiletten können wir hier vorne mal hinmachen. So, und dann machen wir hier wieder Boden hin. Und dann schauen wir eben nochmal ganz kurz so ein paar Sachen. Das muss man halt immer machen, wenn man einen neuen Park anfängt. Personal brauchen wir natürlich auch. So, Reinigungskräfte, selbstverständlich. 3 Stück, die verteilen sich dann hoffentlich. Dann natürlich 2 Mechaniker. Eine Sicherheitskraft. So ein Animator und ja, Gehege haben wir immer noch nicht. Da kommen wir erst noch später zu. Wir haben ja noch einige Szenarien vor uns. Also ich weiß gar nicht, wie viele es hier gibt. Aber es sind einige. Das sind ja jetzt hier auch noch die Szenarien für die... nur für das Hauptspiel. Und da gibt es natürlich dann auch noch andere Szenarien zu Soaked. Das ist das mit dem Wasserspaß, also Freibäder und sowas. Und natürlich auch noch Wild, wo man dann so einen Tierpark dann noch Gehege und alles machen kann. So, dann möchte ich ganz gerne noch hier einmal ganz kurz schließen. Und dann möchte ich hier nämlich einmal ganz kurz so ein bisschen noch die Start-Ziellinie. Hier ist nämlich eine Stadt. Ja, die Station ist mir hier nämlich an sich zu kurz. Hier können wir nämlich das auch so machen, dass hier viel mehr Leute fahren können. Das gibt natürlich dann noch ein bisschen mehr Einnahmen. So, wie machen wir das am besten? Dann machen wir hier ruhig nochmal hoch. So, dann hier wieder runter. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wie wir hier am besten rumkommen. Also hier wieder ebenerdig. Ja, noch ist es, glaube ich, nicht ganz. Boah. Ich muss auch gerade mal schauen. 1,10 Meter, 1,10 Meter. Ne, doch, passt.
So, hier nochmal so eine spannende Action mit diesen ganzen Schikanen. So, und da müssen wir mal zusehen, dass wir hier irgendwie... Ja, das ist... Dass wir hier runterkommen. So, und dann können wir hier jetzt nämlich wieder Station machen. Wieso geht das jetzt nicht? Ist das... Ah, sag mir nicht, dass das hier jetzt... Kann dort nicht platziert werden. Ah, da müssen wir hier vielleicht... Das nochmal anders machen. Dass wir hier vielleicht direkt so die Kurve rüber machen. Weil ich weiß jetzt nicht, was da jetzt verhindert, dass wir da hinkommen. So, können wir jetzt Station machen? Können wir nicht. Warum nicht? Das verstehe ich jetzt nicht. Dann versuchen wir es mal von der anderen Seite. Naja, macht auch nichts. Dann kommt hier einfach ein normaler Streckenabschnitt hin. Und dann können wir hier theoretisch nach hier vorne dann nochmal... Stationen hinmachen, weil ich... Na, wobei, das reicht wahrscheinlich auch schon. Wir können ja einfach mal gucken, wenn wir die jetzt nämlich wieder auf grün machen. Beziehungsweise erstmal natürlich möglichst viele Wagen. Wo können wir das denn noch einstellen? Sag mir nicht, dass man jetzt... Ach, da. 20, ja, das reicht. Viel mehr geht wohl nicht. So, dann können wir die wieder eröffnen und hier vorne können wir dann mal gucken... Na, hier ist nämlich auch nur 8. Das dürfte dann hier auch das Maximum sein. Da können wir dann aber theoretisch... Ach, die sind noch am Fahren. Dann machen wir mal so. Ja, da brauchen wir, glaube ich, dann auch noch wieder ein bisschen Station. Machen wir gerade mal... Station. Ja, hier ist nämlich wieder gerade Strecke. So, und dann machen wir hier nämlich wieder... Station. Den machen wir mal weg. Warum geht das jetzt hier nicht? Streckenteil kann dort nicht platzieren. Ah, jetzt geht's aber. So, dann hier. Und das gefällt mir soweit. Und dann müssen wir natürlich den Weg wieder heil machen. Aber erstmal machen wir die Wagen denn hier auch erstmal auf 20, mehr geht nämlich nicht. Und dann können wir die nämlich wieder eröffnen. Warum will er jetzt nicht? Während der Bearbeitung, okay. Dann machen wir das einmal so. Und dann so. Und jetzt müssen wir natürlich den Weg wieder hier hinstellen. So. Wie machen wir das am besten? So. Vielleicht hier lang. Na? Ach, was haben wir denn jetzt hier für eine Höhe? Irgendwie sieht das... Ich glaube... Ach, der ist noch zu hoch. Ah, okay, dann brauchen wir hier gar nicht mehr runtergehen. Dann müsste das ja so und dann eigentlich passen. Jawohl. Gut. Dann können wir das so, denke ich mal, als erstes mal belassen. Dann haben wir hier so ein paar Änderungen hingebaut, dann haben wir zumindest hier schon mal eine wahrscheinlich recht gute Auslastung, was diese Bahn angeht. Und ich denke mal, weil das bisher das Einzige ist, dass wir hier auch 3 Euro ist nämlich wirklich ganz schön günstig, weil die werden wirklich lange unterwegs sein. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier gleich mal auf 4 Euro. Denn das müsste eigentlich, ich glaube auch nicht, dass ich da übertreibe, sondern
normalerweise geht so eine Kartbahn immer relativ gut. Gut, dann würde ich sagen, belassen wir es erstmal dabei, gucken uns dann in der nächsten Folge an, ob das soweit okay ist und fangen dann an, eine Bahn mit der Intensität, nee, mit der Erregung von einem Wert von 6.0 zu bauen. Das mit diesen Läden und dem Ladengewinn, das kommt von alleine. Das ist nicht das Problem, sondern es geht jetzt hier darum, wirklich eine richtig schöne Bahn zu bauen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Da können wir dann auch mal schauen, beziehungsweise ich würde sowieso ganz gerne mal gucken, Forschung können wir eigentlich mal hier ein bisschen höher machen. Vor allem auf Achterbahnen und vor allem auf Läden. Und ja, dann werden wir in der nächsten Folge einfach mal gucken, was wir hier denn so an schönen Achterbahnen haben. Da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Macht's gut, bis zur nächsten Folge und dann machen wir hier weiter. Bis dann, Leute.